Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr genießt das Wetter, seid motiviert und verfolgt eure Ziele, was auch immer. Heute möchte ich über die Wildheidelbeere sprechen, welches enormes gesundheitliche Potenzial in der Wildheidelbeere steckt, wie sie sich überhaupt von der Kulturheidelbeere unterscheidet und warum sie für mich dadurch zu einem absoluten Grundnahrungsmittel geworden ist. Erstmal allgemein zu Beeren muss man sagen, die sind sowieso schon sehr hochwertige Früchte, weil sie im Vergleich zu dem Obst, das wir so im Supermarkt finden, relativ ungezüchtet sind. Das heißt, sie sind noch nah an ihrer ursprünglichen Wildform. Wenn man sich jetzt im Supermarkt beispielsweise die Banane anschaut und die mit der ursprünglichen Urbanane vergleicht, dann merkt man, die sind nur noch sehr entfernt verwandt, weil das Obst stark auf Ertrag, stark auf Geschmack gezüchtet wurde, dadurch viel mehr Fruchtfleisch hat und viel weniger Mikronährstoffe. Und bei Beeren ist das eben nicht so stark der Fall. Sie sind noch nah an ihrer ursprünglichen Wildform. Da muss man sagen, dass Beeren ja eine relativ starke Färbung haben, also stark rot, blau, violett, schwarz. Und durch diese Färbung wird durch gewisse sekundäre Pflanzenstoffe erzeugt, wie zum Beispiel die Anthocyane, auf die ich später noch eingehe. Und diese sekundären Pflanzenstoffe haben eine stark positive Wirkung. Dann muss man sagen, dass Beeren relativ wenig Zucker enthalten, dadurch sind sie auch kalorienarm, aber gleichzeitig mikronährstoffreich. Sie enthalten viele verschiedene Vitamine, viele Mineralstoffe und was auch ein ganz großer Vorteil ist, wir können Beeren hier frisch und regional beziehen. Die müssen also nicht durch die halbe Welt transportiert werden, wie es bei manchen exotischen Früchten der Fall ist, sondern wir können sie regional und frisch beziehen. Wir haben sogar teilweise die Möglichkeit, Beeren frisch vom Feld zu ernten. Was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann. Aber man muss sagen, auch wenn wir sie jetzt nicht frisch beziehen, sondern in tiefgekühlter Variante, ist das nicht unbedingt schlecht, weil Beeren dann erntefrisch tiefgefroren werden. Das heißt, unmittelbar nach der Ernte werden sie schockgefrostet und verlieren dadurch nur vergleichsweise wenig Mikronährstoffe. Und dadurch können sie eben den vermeintlich frischen Früchten im Supermarkt sogar überlegen sein, weil die natürlich schon eine gewisse Zeit ausliegen und in der Zeit auch Mikronährstoffe beziehen. Und man muss sagen, die Anthocyane, auf die ich gleich nochmal eingehe, die Farbstoffe, die bleiben aktiv nach dem Einfrieren. Das heißt, die nehmen wir im vollen Umfang auf, wenn wir auf die tiefgekühlte Variante zurückgreifen. So mache ich das dementsprechend auch. Also ich kaufe mir Wildheidelbeeren in tiefgekühlter Form. Man muss aber auch sagen, frische Wildheidelbeeren sind auch sehr, ja, findet man oder sind sehr schwer zu bekommen. Die meisten frischen Heidelbeeren, die man so bekommt, sind die klassischen Kulturheidelbeeren. Was jetzt natürlich auch nicht schlecht ist, aber ich gehe jetzt ja gerade auf die Wildheidelbeeren ein. Ich habe die tatsächlich erst einmal gesehen auf dem Wochenmarkt, da natürlich direkt zugegriffen, aber so im klassischen Supermarkt bei Rewe, Aldi, wo auch immer, Edeka, findet man die tatsächlich nicht in frischer Form. Ja, deswegen für mich ist die tiefgekühlte Variante super, es ist immer verfügbar und gerade wenn man sich ja zum Beispiel auch sprossenreich ernährt, da muss man ja zugeben, ist man mit der Ernährung nicht gerade sehr flexibel, das heißt, wenn man viel unterwegs ist und dann wieder nach Hause kommt, dauert das natürlich auch immer 2 bis 3 Tage, bis man dann wieder mit Sprossen versorgt ist und da finde ich, ist es super, so ein Lebensmittel zu haben, das man immer direkt bekommen kann. Muss man dann eben einfach ungefähr für einen Tag auftauen und kann die Heidelbeeren dann schon konsumieren. Und wenn man es ganz eilig hat, reichen natürlich auch ein paar Stunden. Das heißt, ein Lebensmittel, das immer verfügbar ist und eben super gesund ist. Jetzt ist erstmal wichtig zu klären, wie sich die Wildheidelbeere überhaupt von der Kulturheidelbeere unterscheidet. Man muss sagen, die Wildheidelbeere, die im Wald wächst, hat mit unserer Kulturheidelbeere ganz klassisch aus dem Supermarkt tatsächlich nicht mehr viel zu tun. Die sind nur noch entfernt verbannt. Die Wildheidelbeere wächst im Wald direkt am Boden, das heißt, die Pflanze wird nur ungefähr 30 bis 50 cm hoch. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mal so eine Pflanze gesehen oder selber Wildheidelbeeren gesammelt, was ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Wobei die Pflanzen tatsächlich nur noch sehr selten zu finden sind. Also ich habe noch nie eine wilde Heidelbeere im Wald gesehen, leider. Vielleicht kommt es nochmal dazu. Die Kulturheidelbeere im Vergleich dazu wird bis zu 2 Meter hoch. Trägt dadurch viel mehr Früchte und die Früchte sind auch deutlich größer, also wir haben wesentlich mehr Fruchtfleisch. Und daran wird schon deutlich, dass sich die Kulturheidelbeere deutlich besser für den industriellen Anbau eignet, weil sie eben einfach mehr Ertrag liefert. Und dementsprechend selten finden wir die Wildheidelbeere. Jetzt ist die Frage, warum macht es meiner Meinung nach trotzdem Sinn, auf die Wildheidelbeere zu setzen? Und ein ganz entscheidender Faktor sind da die Anthocyane, habe ich ja gerade schon angesprochen. Das sind die Farbstoffe, die für die dunkelblaue Farbe der Heidelbeeren verantwortlich sind. Und da sind die Wildheidelbeeren
den Kulturheidelbeeren total überlegen. Die Wildheidelbeeren haben mit 780 Milligramm pro 100 Gramm im Vergleich zu den Kulturheidelbeeren mit 36 Milligramm pro 100 Gramm mehr als die 20-fache Menge an Anthocyanen, also ein Riesenunterschied. Leider muss man sagen, dass Anthocyanen eine relativ schlechte Bioverfügbarkeit haben. Das heißt, ungefähr 1% der Anthocyane, die wir über die Nahrung zuführen, kann der Körper aufnehmen. Der große Teil wird einfach ausgeschieden. Allerdings ist man sich da auch nicht sicher, ob sich auch die Abbauprodukte, die im Rahmen der Verstoffwechselung entstehen, positiv auf den Körper auswirken, wodurch die schlechte Bioverfügbarkeit dann gar nicht mehr so die große Bedeutung hätte. Aber trotzdem macht es meiner Meinung nach Sinn, auf anthocyanreiche Lebensmittel zu setzen, wie jetzt eben die Wildheidelbeere. Weil 1% auf die 20-fache Menge natürlich schon einen Riesenunterschied macht. Da könnte man jetzt die Befürchtung haben, wenn man so auf anthocyanreiche Lebensmittel setzt, dass man den Körper belastet, weil der Körper die dann natürlich auch wieder ausscheiden muss. Aber das ist nicht der Fall, weil die Anthocyane nur eine relativ kurze Verweildauer im Körper haben und der Körper sie einfach ohne großen Aufwand wieder loswerden kann. So, jetzt müssen wir erstmal klären, warum die Pflanze überhaupt Anthocyane ausbildet. Weil in der Natur passiert natürlich nichts ohne Grund und so haben auch die Anthocyane eine gewisse Funktion. Anthocyane sind sekundäre Pflanzenstoffe und da kann man grundsätzlich sagen, dass sekundäre Pflanzenstoffe keine direkte Funktion im primären Stoffwechsel der Pflanze haben, sie aber vor gewissen Umweltfaktoren schützen und so ist es auch bei den Anthocyanen. Sie haben im Wesentlichen drei Funktionen. Zum einen neutralisieren die Anthocyane freie Radikale, die im Pflanzenstoffwechsel anfallen und reduzieren somit oxidativen Stress, weil auch eine Pflanze ist natürlich gewissen Stresssituationen ausgesetzt und im normalen Pflanzenstoffwechsel fallen natürlich auch freie Radikale an und die werden von den Anthocyanen eben neutralisiert und somit schützen die Anthocyane die Pflanze vor Schäden durch oxidativen Stress. Dann der zweite Punkt, das ist eigentlich der wesentliche Faktor und zwar bieten die Anthocyanen einen natürlichen Sonnenschutz für die Pflanze, weil die Pflanze, die in der Natur, wild in der Natur wächst, ist konsequent dem Sonnenlicht ausgesetzt und somit auch der potenziell schädlichen UV-Strahlung. Und die Anthocyane machen die UV-Strahlung eben unschädlich und geben sie in Form von Wärme an die Pflanze ab. Und so werden Schäden an der DNA und auch an Protein verhindert. Und die dritte Funktion hängt tatsächlich mit der Farbe zusammen, weil Beeren, die natürlich eine rote, blaue, violette Färbung haben, die fallen in der Natur stark auf, neben den ganzen grünen Pflanzen. Und dadurch fallen sie auch für Insekten in der Umgebung auf und locken diese an. Dadurch unterstützen die Insekten die Vermehrung der Pflanze. Und dementsprechend haben die Anthocyane auch eine Unlock-Funktion für Insekten in der Umgebung. Das sind die drei Faktoren. Und darin kann man auch ableiten, warum die Anthocyane nur in den äußeren Schichten des Lebensmittels enthalten sind. Weil sie müssen außen vorhanden sein, damit sie die UV-Strahlung überhaupt abfangen können. Ja, da würde es in den inneren Schichten keinen Sinn machen. Und auch damit die Färbung von außen sichtbar ist. Damit die Insekten die Farbe so wahrnehmen müssen die Anthocyane natürlich auch in den äußeren Schichten vorhanden sein. Den enormen Gehalt an Anthocyanen, jetzt speziell bei den Wildheidelbeeren, können wir auch anhand von zwei Faktoren ableiten. Das ist zum einen die Größe der Beeren und zum anderen die Intensität der Färbung. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass die Wildheidelbeeren im Vergleich zu den Kulturheidelbeeren sehr klein sind, wenig Fruchtfleisch haben. Und grundsätzlich kann man sagen, je kleiner ein Lebensmittel ist, desto mehr Oberfläche im Vergleich zur Masse hat es natürlich. Ja? Also 100 Gramm Wildheidelbeeren haben wesentlich mehr Oberfläche als 100 Gramm Kulturheidelbeeren. Und mit mehr Oberfläche haben die Beeren auch mehr Kontakt zur Sonne. Also mehr Sonne wirkt auf die Beeren, dadurch sind sie stärker auf Anthocyane angewiesen und bilden logischerweise auch mehr davon aus. Und der zweite Punkt ist die Färbung. Denn je dunkler die Färbung, desto mehr sie in eine dunkelviolette bis fast schon schwarze Richtung geht, desto mehr Sonnenlicht, desto mehr UV-Strahlung kann abgefangen werden. Und dementsprechend sind die Wildheidelbeeren auch deutlich dunkler als die Kulturheidelbeeren. Das ist auch direkt wahrnehmbar. Und wenn man diese beiden Faktoren, also die Größe und die Färbung, jetzt auch auf unsere Kulturpflanzen überträgt, die bei uns den höchsten Anthocyanengehalt haben, dann spiegelt sich das da auch direkt wieder. Denn die Kulturpflanzen mit dem höchsten Anthocyanengehalt sind
auf Platz 1 die Aronia-Beere, dann die Holunderbeere und die schwarze Johannisbeere. Das sind alles Beeren, die sehr klein sind im Vergleich zu anderen Beeren und die eine sehr dunkle Färbung haben, also die fast schon in die schwarze Richtung gehen. Und dementsprechend haben auch alle einen sehr hohen Anthocyan-Gehalt. Jetzt ist natürlich entscheidend, welche Vorteile bieten uns die Anthocyane überhaupt. So, und zwar haben diverse Studien gezeigt, dass Anthocyane positive Effekte auf arteriosklerotische Gefäßwandveränderungen haben können. Arteriosklerose meint erstmal die krankhafte Einlagerung von Fett, von Thrombin, von Bindegewebe und Kalk in die Blutgefäße. Und Ausgangspunkt dafür ist die Schädigung des Endothels. Das Endothel ist quasi die äußerste Schicht hin zum Blut, also quasi die direkte Abgrenzung zwischen der Gefäßwand und dem Blut. Und infolge der Schäden am Endothel kommt es dann zu chronischen Entzündungen und zur Bildung von sogenannten arteriosklerotischen Plaques. Das kann erstmal nicht so schlimm sein, also kann jahrelang asymptomatisch verlaufen, ohne dass wir davon was mitbekommen. Aber über die Jahre verengen sich die Blutgefäße dann immer weiter, bis es zu einer Funktionseinschränkung kommt. Das heißt, es kann nicht mehr genug Sauerstoff, können nicht mehr genug Nährstoffe an bestimmte Stellen transportiert werden und im schlimmsten Fall kommt es dann sogar zu einem Infarkt. Das gesunde Endothel produziert jetzt aber gewisse Substanzen, die die Anlagerung von Blutzellen verhindern. Und das ist in erster Linie das Stickstoffmonoxid. Das Problem dabei ist aber, dass das Stickstoffmonoxid von gewissen kardiovaskulären Risikofaktoren reduziert wird. Wenn wir beispielsweise einen hohen LDL-Cholesterinspiegel im Blut haben, dann reduziert das Cholesterin die Bioverfügbarkeit von Stickstoffmonoxid. Das heißt, ich kann nicht mehr so effektiv wirken, kann der Anlagerung von Blutzellen nicht mehr entgegenwirken. Und jetzt kommt das Entscheidende, die regelmäßige Aufnahme von Anthocyan über zum Beispiel Wildheidelbeeren erhöht den Gehalt von Stickstoffmonoxid im Blut. Das heißt, dadurch wird die Anlagerung von Zellen, in erster Linie die Thrombozytenaggregation, verhindert. Also Thrombozyten sind die Blutplättchen, die zur Thrombenbildung führen. Und dadurch wird dann eben die Bildung von arteriosklerotischen Plaques verhindert. Das Stickstoffmonoxid hat aber auch noch weitere Vorteile. Es verringert die Durchlässigkeit der Gefäßwände für Cholesterin. Es verringert die Einwanderung von Entzündungszellen an die betroffene Stelle. Und es führt indirekt zu einer Erweiterung der Blutgefäße. Somit senkt es den Blutdruck und wirkt der Entstehung von Arteriosklerose entgegen. Der zweite mächtige Faktor ist die Wirkung der Anthocyane auf unser Gehirn. Die Anthocyane können nämlich die sogenannte Blut-Hirn-Schranke überwinden. Die Blut-Hirn-Schranke ist eine selektiv durchlässige Trennwand zwischen unserem Gehirngewebe und dem Blutkreislauf. Die verhindert, dass schädliche Substanzen ins zentrale Nervensystem bzw. ins Gehirn gelangen. Und zum anderen dafür sorgt, dass die chemische Zusammensetzung der Interzellularflüssigkeiten im Gehirn überhaupt konstant gehalten werden kann. Die Anthocyane können jetzt aber, wie gesagt, die Blut-Hirn-Schranke überwinden. Das heißt, sie können ins Gehirn wandern und da positive Effekte erzielen. Und das tun sie zum einen, indem sie die Neurogenese stimulieren. Neurogenese ist die Neubildung von Nervenzellen. Und zum anderen, indem sie die Spiegel für gewisse neuroprotektive Substanzen erhöhen. Das sind Substanzen, die unsere bestehenden Nervenzellen schützen. Forscher der Uni Regensburg haben zusätzlich festgestellt, dass Anthocyane dem Abbau der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin entgegenwirken. Und das reduziert wiederum die Entstehung oder das Risiko für die Entstehung von Parkinson, weil im Laufe der Entwicklung von Parkinson gerade die Nervenzellen absterben, die für die Bildung von Dopamin verantwortlich sind. Auch auf unseren Darm wirken sich die Anthocyane positiv aus. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass die Bioverfügbarkeit für Anthocyane relativ schlecht ist. Das bedeutet, nur ein sehr kleiner Teil wird direkt im Dünndarm resorbiert. Der große Rest gelangt in den Dickdarm, wirkt sich da aber sehr positiv auf unser Darmmikrobiom aus. Die Anthocyane fördern nämlich das Wachstum gesunder Darmbakterien, wie zum Beispiel der Bifidobakterien. Und die Bifidobakterien halten schädliche Mikroorganismen fern, indem sie den pH-Wert im Darm absenken und somit die Lebensgrundlage für schädliche Mikroorganismen verschlechtern. Somit fördern wir das Wachstum der gesunden Darmbakterien, hemmen gleichzeitig schlechte Mikroorganismen und können insgesamt die Zusammensetzung unseres Mikrobioms verbessern. So, ich dachte, ich zeige euch einfach mal die Produkte, auf die man da so zurückgreifen kann.
Einmal die Wildheidelbeeren von Edeka und rechts daneben die Wildheidelbeeren von Rewe. Das sind nämlich Produkte, die wirklich Wildheidelbeeren sind. Findet man gar nicht so oft, muss ich sagen. Also es sind die einzigen Produkte, die ich gefunden habe, auch bei anderen Supermärkten tatsächlich nicht. In den meisten anderen Fällen sind es dann wirklich nur die Kulturheidelbeeren. Es sei denn, es steht explizit drauf. Es ist natürlich auch nicht schlimm, also Kulturheidelbeeren sind ja nicht schlecht, aber ich bin jetzt ja gerade eben auf die Wildheidelbeeren eingegangen. Deswegen, damit ihr da einmal Bescheid wusst, welche Produkte ihr nehmen könnt. Die von Edeka sind leider nicht bio. Gut, muss man halt wissen, ob einem das wichtig ist. Die von Rewe hier deutlich besser, muss ich sagen, weil es hier auch nicht nur das EU-Biosiegel ist, was man in den meisten Fällen hat, und auch nicht nur das deutsche Biosiegel, was ja nochmal ein bisschen besser ist, sondern Naturland, Bioqualität, also echt top, sind nochmal deutlich umfangreichere Standards. Dazu kommt hier erntefrisch tiefgefroren und aus nachhaltiger Wildsammlung. Also kann ich echt nur empfehlen, Top-Produkt. Sind auch beide gar nicht so teuer. Also für die Edeka Wildheidelbeeren habe ich bezahlt 2,99 für 750 Gramm. Ich finde, das geht. Die von Rewe sind tatsächlich ein bisschen teurer. Also da habe ich 2,69 € für 300 Gramm bezahlt. Ist schon ein bisschen mehr, aber gut, dafür, dass es Bioqualität sind. Ich finde, das lohnt sich. Ich kann auf jeden Fall beide Produkte nur empfehlen. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat, und schreibt mir eure Erfahrungen in die Kommentare. Und abonniert natürlich auch gerne diesen Kanal für mehr Gesundheitstipps. Bis zum nächsten Mal. Ciao.